Herzlich willkommen zurück zu Plates of Time. Wir sind in der letzten Folge hier in den Urgewaltenlanden angekommen, wie man auch am Wetter und der Optik der Umgebung unschwer erkennen kann. Ja, und deshalb würde ich sagen, kämpfen wir uns mal voran hier. Und schauen, was uns hier so alles erwartet in diesem Gebiet. Der Altar! Und wie immer. Neue Gegner, Urgewalten Zombie-Kämpfer. Mhm. Die Monster. Was macht ihr denn hier? So. Feuer ins Spiel. Den haben wir sein Schild auch erstmal weggeschnitzelt. Endlich. Mal sehen, ob er was Neues für mich hat. Hat ja schon lange keinen Altar mehr gehabt. Dann würde ich sagen, nutzen wir den doch gleich mal. Massive Kältestarre. Mhm. Mehr haben wir gar nicht zur Auswahl. Na gut, dann müssen wir es halt nehmen. Kombo-Rage. Mehr Rage durch Einsatz von Kombos und Magie. Frostwaffe. Kältestarre und Kältestarre belegen deine Waffen. Belegen Angriff und Magie, sodass du den Schaden verursachen Feind erstaunen lassen. Elpelball. Ja, viel Ausfolge. Ich wäre hier für Flammeninferno erstmal. Nehmen wir erstmal Flammeninferno, genau. Das ist die massive Kältestarre, liebe Leute. Die wir das wieder kurz aufladen müssen. Bam! Hübsch. Du hast es wirklich eilig, zum Tempel zu kommen, oder? Sie schon. Na, endlich hast du es gemerkt. Ich wollte schon immer dorthin. Er ist das Herz der Drachenkultur. Dort haben die Drachen ihre Initiation des Wegs abgeschlossen. Und dort fanden sie ihre wahre Macht und Stärke. Als der Hüter des Chaos den Tempel einnahm, war es aus für uns Drachen. Der Weg des Drachen ist inzwischen Geschichte. Immer diese Drachen. Das ist ja alles sehr interessant. Aber besser wäre es, wenn du mir statt all der historischen Fakten sagen würdest, wo ich ein paar Goldbarren finden kann. Ich glaube, hier muss man springen. Und hier ist wieder irgendwo eine Truhe. Yay. Lange keine mehr gehabt. Ach, da ist er. Ein magischer Ring verstärkt die Wirkung des Schattenfreunds. Sammets Diamantring. Erweitert den Wirkungsbereich von Feuermagie. Na, oder bleibt man lieber da drauf. Schattenfreund ist ja derjenige, der uns zur Hilfe kommt, wenn wir kurz vom Verrecken sind.
War jetzt auch relativ oft, dass der kommt, aber ich sag mal so, mit Feuer ist dann doch lustiger. Und ich glaube, wir müssen hier runter. Anderen Weg gibt's ja nicht. Nach der ganzen Zeit auf den Ätherinseln hatte ich das Chaos schon fast verdrängt. Ach, schön. Jetzt ist mal wieder soweit. Chaosmonster! Das sind verdammt viele. Irgendwo ein Nest? Ist ja nicht mehr feierlich. Wer seid ihr? Hip. Sie beherrschen Kältezauber. Sei vorsichtig. Halte dich von den Kältewellen fern. Gut zu wissen, ja. Mächtigere Ritter kostet mir gerne. Ich wollte damals sehr gefällig, sollte man seinen Attack besser ausweichen. Er ist ein Zergegner, der schon zum Gegenschlag ausholt, während er selbst angegriffen wird. Mhm. Ich bringe gerade von einer Schockwelle in die andere rein. Ja. Halt mit Feuer, wenn es nicht anders geht. Ich meine ja nur. Hier entlang, Ayumi. Dann waren auch Sie Diener des Generals? Geht's ich doch. Glaube ja. Der Hüter des Chaos unterwarf und scharte verschiedenste Kreaturen um sich. Oh, er versklavte ups. Sie, indem er ihnen die Macht nahm. Selbst den Drachen. Wenn der General den Hüter wirklich ersetzt hat, untersteht die ganze Armee des Chaos seinem Kommando. Wenn ich den General stellen will, muss ich wissen, ob er genau wie der Hüter die Macht hat, Menschen zu Sklaven zu machen. Nein, der Hüter war der Einzige, der das vermochte. Vielleicht hat sich der General nur aus diesem Grund auf einen Waffenstillstand mit den Ätherwächtern eingelassen. Dieser Krieg war sinnlos, denn er hätte nie geendet. So, hier haben wir wieder eine Seite. All die Bücher, die ich in der Gildenbibliothek gesehen habe, beziehen sich auf eine Legende, die ihren Ursprung tief in der Vergangenheit hat. Sie handelt von einer Welt namens Dragonland, deren Zivilisation in einem Vulkanausbruch vernichtet wurde. Sie erklärt jedoch nicht, wie und warum die miteinander verbundenen Portale sowohl in unserer Welt als auch in Dragonland existieren.
Dragonland wird als idealer Ort für Schatzsucher dargestellt, die dort ihr Glück versuchen können. Doch in all den Büchern findet sich nichts über die Flora, Fauna oder mögliche Überlebende. Ja, die werden schon wissen, warum. Und ihr seht gerade, der Mauszeiger ist ruckt wieder. Was ich natürlich nicht schön finde. So, da hat sich's auch schon wieder gefangen. Ging ja relativ schnell diesmal. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, da lang, genau. Wahrscheinlich dürfen wir wieder diesen tollen Obelisten zertrümmern. Ja, bin ich gut. Und wieder Chaos. Yay. Wir lieben es. Ey, du kannst nicht mal richtig springen, siehst du das? Halt einen Checkpoint, den wir passiert haben. Das hat nämlich kurz gespeichert. Mhm. Es geht nicht anders. Ich muss runtergehen. Warum hängt hier eine Koralle? Wenn ich fragen darf. Gibt es denn hier keinen Weg raus? Diese Korallen sind erstarrt, aber noch lebendig. Du kommst hier weg, wenn du das Eis brichst und die Korallen befreist. Ja, gut zu wissen. Wieder einer mit Schild. Na, herrlich. Komm, geh kaputt. Geht doch. Müssen wir jetzt die Blöcke hier zerstören oder wie oder was? Das ist hier die Frage. Bringt auch nichts. Während alle Gegner besiegt hier. Es hat funktioniert. Einfach draufhauen. Ich brauche mehr Korallen. Doch einfach draufhauen.
wollt ihr schon? Hoffentlich funktioniert es. Ach, das hat er mal kaputt gemacht. Auch nicht schlecht. Ach, das ist jetzt auch noch mit Hammer. Jetzt wird es immer besser. Ey. Kacke. Das war nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Es geht nicht anders. Ich muss runtergehen. Gibt es denn hier keinen Weg raus? Diese Korallen sind erstarrt. Aber noch lebendig. Du kommst hier weg, wenn du das Eis brichst und die Korallen befreist. Auch noch dran, dann du noch. Dann bau doch dein Schild, doch ist mir auch egal. Auf dein Schild. Ich wollte es nur gesagt haben. Jetzt haben wir ihn wenigstens alleine hier. Es muss aber noch gut sein mit ihm hier. Mit drei von uns auf dem Kopf war das nicht so ganz fertig. Wir haben einfach viel zu viele Korallen gleichzeitig freigemacht. Mit der Pro-Koralle tauchen Gegner auf. Das ist schön für dich, wenn du ein Schild hast. Das ist gerade auch nicht gering, Freund der Sonne.
ihr kennt ja das Spielchen bei solchen Typen. Und schon haben wir das Problem gelöst. Das war auch für ihn zu viel. Das müsste die letzte sein. So, das müsste an sich reichen an Korallen. Ich muss sagen. So, nur noch gucken, wie wir da hochkommen. Ach, die fliegt auch hoch, alles klar. Gut, dann hat sich die Frage ja schon erledigt. Fast geschafft. Jo. Wir sind oben. So. Aus den Raketenwerfen. Ja, ich wollte sagen, bin Spaß, heben wir uns für die nächste Folge auf. Ja, dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Hätte ich fast noch vergessen zu erwähnen, ich schreibe es extra nochmal auf Facebook, da war ich auch in letzter Zeit wieder sehr inaktiv, tut mir leid, aber wegen Videos posten werde ich noch alles nachholen, auf alle Fälle. Und was ich auch noch auf Facebook schreiben werde, ganz wichtig, wegen Mittwoch, wo kein Mass Effect kam, lag einfach daran, ich hatte wirklich, ich kenne das, Zeit, Real Life, Arbeit, alle drei Faktoren zusammen, lässt die Zeit ein bisschen knapp wirken. Deshalb gab es am Mittwoch leider keinen Mass Effect. Die nächste Folge wird dann wieder planmäßig am Sonntag kommen, nur dass ihr euch nicht wundert. Wie gesagt, ich werde es auch nochmal bei Facebook schreiben, nachdem ich die ganzen Videoposts nachgeholt habe. Ja, und ich hoffe, ihr nehmt es nicht gar so übel. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.